Die jungen Leute sind im Netz, daher gehen wir ins Netz, um sie dort zu informieren, um sie dort abzuholen. Abzuholen, wenn sie sich überlegen, wie sie die zweitwichtigste Entscheidung ihres Lebens gestalten sollen, nämlich die Berufswahl. Wir haben in der Vergangenheit oft beklagt, dass zu sehr auf modische Trends geschaut wird, zu sehr auf Tradition und zu wenig auf die konkreten zukunftsorientierten Möglichkeiten. Daher, wir müssen kommen von den Modeberufen zu den Chancenberufen. Junge Menschen wollen Chancen haben, wollen Lebensperspektiven entwickeln. Und daher müssen sie informiert sein, wo sind denn diese Chancen tatsächlich zu finden und in Übereinstimmung zu bringen mit den eigenen Wünschen, Fähigkeiten, Begabungen und Talenten. Das ist eine großartige, ich würde sagen, eine faszinierende Aufgabe und wir stellen uns dieser Aufgabe. Heute wird die Regierung im Zuge ihrer Bildungsverhandlungen auch über die Bildungsprogramme reden. Wir setzen Bildungsschritte. Wir haben schon, nachdem die Republik dazu budgetär nicht in der Lage war, ein umfassendes Talente-Check-Programm initiiert. Ich habe darüber berichtet, über den Start. Ich kann heute sagen, dass 3/4 aller jungen Menschen in Österreich zwischen 13 und 14 Jahren in einem solchen Talente-Check-Verfahren teilnehmen und damit einen Einblick bekommen, was sie können und vielleicht auch in das, was sie wollen, was sie interessiert und was damit auch an Chancen verbunden ist. Dieses Programm kostet uns 10 Millionen Euro. Wir haben das gemacht, auch im Zuge unseres Effizienzverbesserungsprogramms WK 4.0. Alle Ministerinnen haben wir erklärt, es wäre dringend notwendig, es wäre sinnvoll, aber leider der Finanzminister kein Geld und Sie kennen das alles. Ja? Wir haben es einfach selbst gemacht. 3/4 haben wir abgedeckt. Damit, was ist die Folge? Dass junge Menschen wieder verstärkt auf praxisorientierte Berufe greifen. Wir haben eine Trendwende bei den Lehrlingen. Ein Plus von 4% haben wir in der dualen Ausbildung. Und was mindestens gleich interessant ist, Sie wissen ja, dass ich auch immer wieder bemängelt habe, dass gerade Mädchen diese Modeberufe, Friseurin, Verkäuferin, Büro, wählen und dass das ja eigentlich nicht ein Ausschöpfen unserer Begabungsreserven in Wahrheit ist, dass wir ja 200 Berufe haben. Und jetzt zeigt sich da auch schon interessanterweise, in der Elektrotechnik sind die Werte, haben sich im letzten Jahrzehnt verdoppelt, Mechatronik ebenso verdoppelt, Metalltechnik ebenso verdoppelt. Und das zeigt, dass auch Mädchen jetzt die Chancen erkennen, dass sie selbst mehr Sicherheit, mehr Zuversicht, auch mehr Ermutigung bekommen, spannende Berufe, die bisher eine Burschendomäne waren, auch anzunehmen und in diese einzusteigen. Ich sehe das als ganz, ganz wichtiges Signal und eine positive Entwicklung, die wir hier begleiten konnten. 3/4 unserer Betriebe sagen, das große Thema der Zukunft wird der Fachkräftemangel sein. Also müssen wir schauen, dass wir diesen Wünschen nach qualifizierten Fachkräften begegnen. Wir haben dazu ja die weltweit bestaunte duale Ausbildung. Gestern war eine iranische Delegation hier. Die wollen mit uns schon im Jänner ein Abkommen über diese duale Ausbildung machen. Also weltweit anerkannt, in Europa gefeiert. Wir sind Europameister in der Berufsausbildung. Wir haben international eine sehr, sehr gute Jugendbeschäftigungs- und Ausbildungsrate. Und wir
haben aber dennoch, und das ist nicht alleine in Österreich, sondern weltweit, einen zunehmenden Mangel an Fachkräften. Das heißt, wer jetzt nicht selbst ausbildet, sorgt nicht ausreichend für seine Zukunft vor. Das ist die Message, die wir an unsere Betriebe geben, und ich freue mich, dass die Betriebe die Botschaft hören und wir sie begleiten, indem wir diese flankierenden Maßnahmen, nämlich Talente- und Begabungscheck, darauf aufbauend eine Bildungs- und Berufsberatung und jetzt als zweite Stufe noch hineingehen, das, was bei den Berufsinformationsmessen von Zeit zu Zeit stattfindet. Jetzt wollen wir digital Ihnen die Möglichkeiten zeigen, welche Varianten Sie haben. Damit unserem Motto entsprechen, give youth a chance. Das ist unser Motto. Das wird auch in meiner kommenden europäischen Kammerpräsidentschaft einer der drei großen Schwerpunkte sein. Wir wollen damit auch Fehlentscheidungen vermeiden. Es gibt immer noch sehr viele Berufsentscheidungen, die dann nach kürzester Zeit sich herausstellen, dass sie doch unter falschen Annahmen und Voraussetzungen getroffen worden sind. Durch ein besseres Informationsangebot sollen diese Umwege, die oft mit viel Frust, auch mit viel Kosten verbunden sind, vermeiden werden, und wir wollen Talente nicht vergeuden, sondern begleiten. Dass die Wirtschaftskammer diesen Talente-Check gemacht hat, zeigt, dass sie hier sich bewusst ist, welche Dienstleistungen sie erfüllen muss, und ich sage nicht ohne Stolz, ich bin ja froh, dass es derzeit eine Diskussion über die Kammern gibt, denn es setzt uns in die Lage, dass wir auch zeigen, wofür wir stehen und was wir tun. Was wir tun, was unverzichtbar ist für den Staat und was derzeit aus unseren Mitgliedsbeiträgen bestritten wird. Und da ist gerade der Aus- und Weiterbildung ist ein zentraler Stellenwert, neben den Innovationen, auf die ich heute nicht eingehen will, aber Sie wissen selbst, dass wir in der ganzen Welt unterwegs sind, um den Zugang zu den besten Innovationsnetzwerken der Welt zu gestalten. Auch das bezahlen wir selbst. Dass 90% der Lehrabsolventen selbst wieder eine Lehre empfehlen, zeigt, dass sie in hohem Maße überzeugt sind von dieser Form der Ausbildung. Dass 85% mit dem aktuellen Arbeitsplatz zufrieden sind, insbesondere auch im ersten Lehrjahr, zeigt, wie hoch die Zufriedenheit ist. Und dass jeder 10. Lehrling heute selbstständig ist, zeigt auch, wie qualitativ gut die Ausbildung ist, die dabei gemacht wird. Wir haben natürlich auch Vorschläge, die wir in die Bildungsdiskussion der Zukunft einbringen wollen. Das darf sich nicht nur darin beschränken, ob wir jetzt eine gemeinsame Schule für die 10- bis 14-Jährigen haben. Wir sind für die berufliche Aus- und Weiterbildung in diesem Land hauptverantwortlich, und wir wollen daher auch diese Hauptverantwortung wahrnehmen. Was brauchen wir? Für die Schulpflicht haben wir als Sozialpartner gesagt, nicht die Zahl der Jahre ist entscheidend oder das Alter, sondern das Erreichen gewisser Standards, die praktisch die Grundkompetenzen umfasst. Mindeststandards, Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch durchaus soziale Kompetenzen sollen da drinnen sein. Brauche ich nicht weiter auszuführen, kennen Sie. Zweitens, diese Talente-Checks, die sich bewährt haben, sollten umfassend sein. Wir machen, wie ich gesagt habe, derzeit 3/4. Wir wollen hier 100%. Alle jungen Menschen in Österreich sollen die Möglichkeit haben, kostenlos dieses Angebot wahrzunehmen. Und drittens, es gibt immer mehr spezifische Ausbildungen, die eine sehr hochgradige, auch theoretische Ausbildung als Begleitung erfordern. Wir wollen Schwerpunkt Berufsschulen haben. Das heißt Berufsschulen, wo nicht sozusagen alle Fächer gleichmäßig vertreten sind, sondern Schwerpunkte mit hoher Spezialisierung und damit auch mit internationaler Spitzenqualität in der Ausbildung. Wenn wir das umsetzen können, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass Österreich weiterhin
in den Spitzenausbildungsländern dieser Welt verbleibt, wie das zuletzt die World Skills gezeigt haben. Wir spüren, dass die Ausbildung überall zentrales Thema wird, wo immer wir hinkommen. Früher war es die Energie- und Umwelttechnologie, derzeit ist es fast schon Nummer eins, das, was man von uns will, die Frage Aus- und Weiterbildung. Welche Erfahrung habt ihr, wie geht das, was können wir tun, wie können wir mit euch kooperieren? Und wir wollen, dass wir hier dieses kleine Österreich, das die Mehrheit seines Wohlstandes außerhalb seiner Landesgrenzen verdient, daher wettbewerbsfähig sein muss, daher innovativ und qualitativ hervorragend aufgestellt sein muss, mit dieser IQ, Innovation Qualification Strategie, weltweit die Erfolge hat, die nicht nur den jungen Menschen Zukunftsperspektive, sondern dem ganzen Land auch Zukunftsoptimismus vermitteln kann.